Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich ein Paket bekommen, und zwar aus Konstanz. Das Paket ist von dem Andreas. Das ist, wie man sieht, ganz schön groß und auch wirklich äußerst schwer. Und ich habe da schon mal reingeloggt und hier ist ein kompletter PC drin. Ich mache das mal ein bisschen auf und dann sieht man hier einmal eine Tüte. Da sind verschiedene Kabel drin und das, was mich als erstes hier anlacht, ist so ein Kabel. Das ist ein Netzwerkkabel, können sich mit Sicherheit die meisten gar nicht dran erinnern und wissen nicht, was das ist, wozu man das benutzt hat. Aber das ist ein Koaxialkabel für BNC-Stecker und da gab es früher mal spezielle Netzwerkkarten. Mitte der 90er wurde natürlich irgendwann alles abgelöst durch Ethernet, die klassischen Ethernet-Kabel. Und hier ist noch so ein typischer Vertreter. Das werde ich auch mal in einem Video zeigen. Muss ich mal gucken, ob ich da noch genug Karten habe. Eine habe ich, zwei braucht man ja mindestens. Und da hat es zum Beispiel so einen Adapter. Hier noch andere Kabel drin. Und hier ist dann der PC. Hier neben habe ich noch eine Kiste. Da sind noch verschiedene Sachen drin und scheinbar auch ein Handbuch. Hier habe ich noch ein Handbuch über ein Notebook, über ein Toshiba T3100E Laptop. Und tatsächlich, so sahen Laptops früher aus. Sieht aus wie eine aufgebohrte Schreibmaschine und der Bildschirm, der war damals auch meistens nur schwarz-weiß. Mal gucken, dann habe ich hier Kabel, noch eine Tüte mit Kabeln, Kabel. Und hier ist noch eine Tüte und dann der große PC. Das ist jetzt also der PC. So ein MIDI-Tower-Gehäuse ist das und einigen wird das hier mit Sicherheit schon aufgefallen sein. Und die wissen auch bestimmt, was das hier bedeutet. Ich gucke mir das mal von der Seite an. Hier Blech, oben Blech, vorne Kunststoff natürlich. Und hier gibt es so eine Klappe zum Runterschieben. Mal gucken, was hier hinter ist. Und da fehlen ein paar Blenden. Vielleicht sind die da reingefallen. Das weiß man nicht beim Transport. Weiß nie, wie so schwere Pakete überhaupt behandelt werden von den Transportunternehmen. Teilweise fliegen die da wirklich aus großen Höhen runter. Und da geht natürlich immer einiges kaputt, wie man bei dem PC gesehen hat, bei dem Gamer-PC mit den SSI-Laufwerken, wo dann der komplette Schacht da rausgebrochen ist mit den Laufwerken drin. Diese Logos hier, ich glaube, das nennt sich hier unten Network. Die kenne ich jetzt hier aus der Gegend, aus dem Rhein-Main-Gebiet, eigentlich von Mediamarkt her. Da gab es immer PCs und die hatten dieses Logo, dieses E mit den drei Strichlein da oben drauf. Unten stand Network und daher kenne ich die. Und ich drehe das Gerät mal um. Da sind auch noch Aufkleber drauf und da ist hier oben einer. Hier oben hat es einen Gericom-Aufkleber. Also das ist ja eine Firma aus Österreich gewesen, gibt es ja meines Wissens nach nicht mehr. Und hier ist noch ein Aufkleber drauf, steht drauf Intel Celeron 266. Dann hat es hier TK420C Apollo 32 MB RAM. Dann eine 3,4 GB Festplatte scheinbar. Und dann soll hier eine Matrox-Karte drin gewesen sein. Das war damals schon mal recht teuer. Floppy auch. Und als Datum steht hier der 14.04.98. Hier sind noch zwei Gericom Garantiesiegel. Eins rechts, eins links. Kann natürlich sein, dass diese Marke auch über Gericom in irgendeiner Form verkauft wurde, irgendwas damit zu tun hat. Wäre mir aber jetzt nicht bekannt. Wer es weiß, kann es ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob der Rechner, der hier drin ist, noch der Rechner ist, also die Hardware, die hier oben aufgeführt war. Bevor ich sowas jetzt einschalte, schraube ich es lieber mal auf und gucke da erst mal rein. Und mal gucken, wie es hier drin aussieht. Oh je, da ist auch einiges schief drin hier. Mit der Platte, da stimmt was nicht. Die lag entweder nur da drin, die Schrauben werden ja wohl kaum rausgerissen sein. Und so ein bisschen Feuchtigkeitsschaden hat das Gerät auch, sieht man hier unten. Ist aber hier in einem sehr guten Zustand, also das gefällt mir sehr gut, was ich hier sehe.
Dieser PC, der ist aber umgebaut. Also hierhin steht ja Intel Celeron drauf und dann 1998. Und wenn man sich den Wikipedia-Artikel mal anguckt, Intel Celeron, da schreiben die hier, dass Intel 98 tatsächlich auch die ersten Celeron-CPUs auf den Markt gebracht hatte. Das sind ja dann die abgespeckten Intels gewesen. Die waren ein bisschen billiger, die waren ein bisschen langsamer. Und das Gehäuse hier ist aber definitiv nicht bestückt mit einem Intel Celeron. Also das hier sieht älter aus, 1998, haben Rechner, Hauptplatinen und Grafik- und Soundkarten natürlich nicht mehr so ausgesehen. Also hier hat jemand einen Rechner von 98 genommen und hat da noch ältere Hardware eingebaut. Und bin ich mal gespannt, was das hier ist, ob es ein 486er ist. Der Andreas hatte geschrieben, dass es einer ist und der müsste hier unten drunter sein. Und da sieht man auch, der hat keine aktive Kühlung. Das ist einfach nur hier so ein paar Kühlrippen sind das hier. Und die Karten, die sind aber richtig interessant. Die sind hier riesig groß und da lese ich oben auch schon Soundblaster drauf. Bevor ich den einschalte, gucke ich mir erstmal hier die Karten und die Hardware an. Mache ich erstmal die Soundkarte raus. Die sitzt aber ganz schön feste hier drin. Aufpassen, dass da nichts kaputt geht. Ist ja schon mindestens mal 25 Jahre alt, die Hardware hier. Und das ist also eine Soundblaster 16, eine CT2290. Und die ist richtig alt. Da sieht man hier neben noch Anschlüsse für ein CD-ROM-Laufwerk drauf. Und damals gab es auch verschiedene CD-ROM-Laufwerke. Hier sieht man das. Die hatten zwar alle den gleichen Stecker, aber unterschiedliche Belegungen. Und oben ist ein Anschluss für ein Creative Panasonic CD-Laufwerk. Und hier unten für ein anderes, in Anführungszeichen, normales IDE-Laufwerk. Und es gab auch Soundkarten, da waren hier noch mehr Stecker drauf gewesen, alles so 40-polige Pfostenstecker. Aber man muss da wirklich ganz genau gucken, welches Laufwerk man hier angeschlossen hat. Da hat man schnell was kaputt gemacht und es hat natürlich dann auch nicht funktioniert. Hier ist die Soundkarte von hinten auch noch mit einem Gameport-Stecker. Da konnte man Joystick dran anschließen. Habe ich ja auch ein Video gemacht, blende ich hier oben mal ein. Für diese alten Joysticks und so sieht die Soundkarte aus. Die ist also richtig gut bestückt noch hier mit Bausteinen und sogar noch Kondensatoren drauf. Hat man ja heute alles kaum noch. Hier unten ist die Netzwerkkarte und ich habe den Eindruck, dass das Mainboard nicht so gut festgeschraubt ist hier. Mal gucken, ob das rausgeht. Das hängt und klemmt hier aber. Mal schauen, woran das liegt. Die Karte ist schon mal von Genius. Das ist hier schon mal dran zu sehen. Das ist hier aufgedruckt. So, jetzt habe ich die ein bisschen lose gezogen. Und das ist mal eine Netzwerkkarte. Da ist heute das Mainboard ja kleiner von vielen Mini-PCs. Und die Karte kann nichts anderes, außer eben Daten über Netzwerkbus zu kommunizieren. Und die hat auch gar keinen RJ45-Stecker. Und nur hier diesen BNC-Stecker und da waren auch die passenden Kabel dabei. Und hier gab es auch nochmal einen Ausgang. Das ist aber kein Gameport, auch wenn es so aussieht, da konnte man irgendwas Netzwerkmäßiges anschließen. Das wäre mir aber nicht bekannt, hatte ich auch noch nie gemacht. Und hier oben sieht man Genius, die haben früher auch Mäuse hergestellt und andere Computerperipherie. Und hier hat sogar noch gesockelte Bausteine drauf. Das ist auch noch ein richtiges EEPROM. Das kann man löschen und wieder beschreiben. Und das wäre natürlich alles heute viel zu teuer. Gibt es ja so in der Form nicht mehr. Ist auch eine ISA-Karte und die war nicht Plug-and-Play-fähig. Da muss man noch ein IRQ einstellen mit einem Jumper. Das hier zu sehen, kann man den Jumper abmachen. Jetzt ist die auf IRQ 10 gejumpert. Das war meistens so der Fall, 10 oder 11. Und was hat es hier noch drauf? Hier oben nochmal eine große Jumper-Reihe. Muss ich mal gucken, ob ich da mal ein Handbuch für finde, wozu das hier alles gut ist. Als nächstes habe ich hier die VGA-Karte. Und schauen, die sitzt ganz schön fest. Die ist da mit Sicherheit schon 20 Jahre drin. Das ist mit Sicherheit noch so ein bisschen fest. Naja, korrodiert wird es nicht sein, aber es hat sich eben so festgesetzt durch Schmutz und Ähnliches. Und das hier ist keine Matrox, wie es da oben drauf steht auf dem Gehäuse, sondern das hier ist eine To The Max. Das sieht man hier. War auch eine Grafikkarte, hat auch einen ISA-Anschluss, sieht man ja hier. Also kein PCI. Und ich schaue mal sicherheitshalber rein.
Nein, also der Rechner hat überhaupt kein PCI. Und hier drüben sieht man die RAM-Bausteine. Das waren hier noch richtige ICs, die reingesteckt wurden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sind aufgelötet und dann nochmal 8 aufgesteckt. Hat einfach den Grund gehabt, da konnte der Hersteller zwei Karten anbieten. Einmal hier mit der Hälfte des Speichers und dann mit beiden bestückten. Da hatte man dann den doppelten RAM oder das doppelte RAM. Und je nachdem, wie die Speicherpreise waren, konnten die ganz einfach Speicher draufstecken, wenn die günstig waren. Und wenn sie teuer waren, haben sie nur die Hälfte angeboten. Und hier steht drauf Copyright 1989. Das ist hier oben zu sehen. Halte ich mal in die Kamera. Ich hoffe, die fokussiert. Da oben steht es dann drauf. Und da kann man über diese FCC-Nummer herausfinden, wer der Hersteller ist. Und da kriegt man auch weitere Informationen. Und so sieht die von hinten aus. Unspektakulär und hat auch nur einen VGA-Anschluss. Den hier vorne natürlich keinen digitalen Ausgang oder ähnliches. So, hier habe ich noch die Controller-Karte drin. Und die ist ganz besonders schwer rauszumachen. Das ist eine Weser-Localbus-Karte. Das ist auch eine Geschichte, die gab es ganz kurze Zeit. Und ich stelle gerade fest, upsala, jetzt fällt auch noch die Platte hier raus. Das ist keine Weser-Localbus-Karte, aber der Rechner hat einen Weser-Localbus. Da konnte man auch ISA reinstecken. Das ist eine normale ISA-Karte, aber auch eine der größeren, also der längeren. Die waren irgendwann mal später, so Mitte der 90er, kleiner. Da waren die nur noch so und auch nur noch halb so hoch. Also erkennbar kleiner und man kann sich so als Faustregel merken, je größer die Karte, desto älter ist die oder war die dann. Und hier kann ich anschließen ein Diskettenlaufwerk und hier ein CD-ROM-Laufwerk oder dann eben eine Festplatte. Die Karte selber ist eben auch ISA, auch nicht Plug-and-Play fähig und die wird hier gejumpert. Da sind Jumper-Blöcke drauf und dann gucke ich mal, hier drüben ist noch ein Jumper. Jumper 5 steht aber nicht dabei, jetzt wozu der gut ist. Hier hinten hat es dann noch dran einen parallelen Port und einen seriellen Port. Und hier ist nochmal ein Adapter drauf, mit Sicherheit für einen zweiten seriellen Port, den man hier mit so einem Flachbandkabel rausführen kann. Diese Flachbandkabel, die konnte man entweder so draufstecken oder dann natürlich auch falsch rum. Da gibt es eine Orientierung. Pin 1 ist immer farbig, also hier dieser Rotstreifen, das ist Pin 1. Und auf meiner Karte steht hier auch 1 und 2 drauf, auf der linken Seite, also hier. Hier drüben steht dann 33 und 34, muss also so aufgesteckt werden. Muss man natürlich nur gucken, dass derjenige, der den PC zusammengebaut hat, hier oben bei der Floppy das Kabel nicht verdreht hat oder bei der Platte. Dann würde es natürlich auch nicht mehr stimmen. Und da muss man sehr vorsichtig sein beim Abmachen. Diese Kabel, die werden auch nicht besser mit der Zeit. Ein bisschen ist es schon ab, aber wenn man zu feste zieht, dann zerlegt man den ganzen Stecker und jetzt ist es ab und hier ist die Platte dran angeschlossen. Die Karte sieht selber noch sehr gut aus, ist gar nicht mal so verstaubt und die kann man schon als antik bezeichnen. Ich mache die Platte mal raus und auch hier gilt, wenn man den Stecker, das Kabel hier abzieht, dann kann sein, dass ich diese Stecker gern mal zerlegen. Dann reißt dann hier oben dieser kleine schwarze Halter ab und dann kommt das Kabel hier, was hier reingepresst ist, aus dem Stecker raus und dann kann man es eigentlich entsorgen. Und hier ist eine Samsung. Mal gucken, wie viel Gigabyte die hat, ob das draufsteht. Ist eine VG33402A. Ah, hier drüben 3,4 Gigabyte hat die. Und da sind dann auch die Zylinder angegeben, die Köpfe und die Sektoren. Und diese Daten waren damals ziemlich wichtig, Anfang der 90er. Die musste man so ins BIOS reinschreiben. Ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man die Platte eingebaut hatte. Dann musste man aufschrauben und musste hier das ablesen, was hier drauf stand. Diese Festplatte, das scheint sogar die originale zu sein, die hier in diesem Network-Gerät drin war. Stand ja hinten auf dem Aufkleber drauf, Samsung 3,4 GB. Und dann habe ich das ja auch hier, Samsung 3,4 GB. Hier unten steht auch noch drauf 1998.02, also könnte Februar 98 sein, wo die Platte hergestellt wurde. Und das würde ja auch
passen mit dem Aufkleber, dass der Rechner 98 hergestellt wurde. Scheinbar hat da jemand hier die Platte drin gelassen und hat dann entsprechend hier ein altes Mainboard eingebaut. Die Floppy-Kabel, die ziehe ich mal raus. Und bevor ich das einschalte, gucke ich mir die ganzen Kabel und Komponenten lieber mal an, dass da nichts falsch aufgesteckt ist, abgerissen ist oder ähnliches. Hier das Mainboard ist natürlich so nicht richtig eingebaut. Ich glaube, das baue ich auch vorher mal aus, bevor ich es einschalte, weil wenn das funktioniert und ich würde es jetzt kaputt machen, das wäre wirklich schade. So Weser Localbus Mainboards, auch noch so ganz alte hier in dieser Größe, die sind wirklich super selten und vor allem auch noch super selten, wenn sie funktionieren. Das Mainboard selber war auch nur mit zwei Schrauben festgeschraubt. Ein bisschen riskant, würde ich mal behaupten. Ups, und da fällt es auch schon runter. Und das war die zweite Schraube. Die erste habe ich schon rausgeschraubt. Die kann weg und dann will es quasi von selbst schon hier raus. Ich nehme es mal ganz vorsichtig raus aus dem Gehäuse. Mach mal die Stecker hier drüben ab für Lautsprecher. Und so sieht das aus. Vier RAM-Steckplätze sind besetzt, vier sind noch frei. War damals so Standard, entweder Fast-Page-Mode oder EDORAM. Ich tippe einfach mal auf Fast-Page-Mode. Und hier hat es noch ein ganz altes Netzteil mit den sogenannten P8, P9-Steckern. Da steht es auch hier drauf. Hier steht drauf P8, hier steht P9 drauf. Muss man immer so reinstecken, dass die beiden schwarzen Paare zueinander gezeigt haben. Auf keinen Fall andersrum. Da mache ich auch mal ganz vorsichtig die Stecker ab. Weil die haben hier so kleine Nippel dran und die brechen auch gerne. Wie gesagt, das Plastik wird nach 20 Jahren richtig spröde. Hat auch keiner damals mitgerechnet, dass die Rechner so lange in Betrieb waren oder überhaupt funktionieren sollten. Und jetzt habe ich hier das Mainboard. Mal gucken, was das für ein Hersteller ist. UL486 steht hier. Sonst lese ich hier erstmal nichts. Oder ich finde es nicht. Hier auf der Rückseite steht gar nichts drauf. Doch hier steht drauf Yang An Ya -1, aber das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Und Made in Taiwan. Und da werde ich mal nach googeln. Das Gehäuse ist richtig schwer und auch richtig stabil. Und da quietscht es natürlich, weil das hier ein bisschen verzieht. Und hier oben reiben die Metallteile aneinander. War damals aber normal, dass die so groß und stabil waren, auch richtig fühlbar dickes Blech. Und ich hatte in einem anderen Video ja mal versucht, ein Slimline-PC umzubauen in ein aktuelles Gehäuse, in so einen Mini-Tower. Und dieser Mini-Tower, der war super leicht, der hatte mit Sicherheit kein Kilogramm gewogen. Das sieht man im Video natürlich nicht. Und das ist gar kein Vergleich zu sowas hier, was mindestens schon mal 3-4 Kilo wiegt. Und ich gucke mal, ob ich hier diesen Schlitten hier rausnehmen kann. Dieses Metallteil hier im Hintergrund, diese Wand, die konnte man damals bei vielen Gehäusen einfach rausziehen. Und hier unten sehe ich noch eine Schraube. Da ist das festgeschraubt. Mal gucken, ob es jetzt geht. Und irgendwo muss noch eine Schraube sein, hier oben. So, jetzt sind die auch draußen und tatsächlich hier kann man die komplette Rückwand rausnehmen. Also richtiger Luxus im Vergleich zu heute. Das gibt es heute bestenfalls noch bei teuren Gamer-Gehäusen. Damals war das aber gar nicht unüblich, ziemlich normal. Hat ja auch andere PCs aus der Zeit, da blende ich mal ein Video ein, da konnte man die Klappe hinten rausnehmen mit dem Mainboard. Und das kann man einfach hier so rausziehen und kann jetzt hier ganz leicht das Mainboard ein- und ausbauen. Jetzt habe ich nur noch das Gehäuse mit dem Netzteil und oben sind noch die zwei Laufwerke drin, aber die sind ja erstmal nicht so wichtig. Und da habe ich hier den Einschalter gefunden, der lag hier innen drin. Was der da macht, das wurde wohl alles irgendwie mal da umgebaut. Und bei diesen alten AT-Netzteilen, da hat man tatsächlich mit diesem Schalter die 230 Volt geschaltet. Also die 230 Volt liegen dann hier an, entweder auf dem schwarzen oder auf dem braunen sollten zumindest. Und wenn man jetzt hier schaltet, dann schaltet man komplett 230V. Hat auch einen Ausschalter, das Gehäuse selber. Ist hier vorne dran.
Und das ist aber eben nur der Taster für ATX. Also 98 war die Zeit, wo ATX rauskam. Und das wird mit Sicherheit auch eines der ersten ATX-Gehäuse gewesen sein. Sieht man daran, dass eben das Gehäuse selber noch relativ kräftig ist, noch richtig solide gebaut und hier vorne den ATX-Schalter hat. Das war damals durchaus üblich. Und damit kann ich natürlich jetzt nicht das AT-Mainboard schalten. Das wird hier einfach unter Strom gesetzt und dann fängt es an zu laufen mit P8 und P9. Das Netzteil selber ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Mit Sicherheit auch 25 Jahre alt. Da unten ist ein Aufkleber drauf. Muss ich mal rausschrauben. Aber da stecke ich jetzt definitiv nicht einfach einen Stecker rein und mach's mal an. Losgeschraubt ist es mal zumindest. Und mal schauen, was hier draufsteht auf dem Aufkleber. Ups, kenne ich jetzt auch nicht. Da hat zumindest jemand mal einen Aufkleber drauf gemacht. Okay, also kann natürlich sein, dass er das auch vor 20 Jahren da getestet hat. Das ist ein Modell P230S. Und ja, ein rotes Kreuz ist auch drauf. Hier drüben habe ich einen Aufkleber drauf mit Monaten und dem Jahr. Und als Jahr ist hier angegeben 94 oder 95. Die Schrauben habe ich alle rausgeschraubt, 1, 2, 3 und 4. Und ich hoffe mal, das waren auch alle gewesen. Und da gucke ich mal rein, habe es noch gar nicht aufgemacht. Oh, ja. Also das hat schon einige Zeit auf dem Buckel. Sieht im Video vielleicht gar nicht so schlimm aus, aber wenn man direkt daneben steht, hier ist alles braun, Schucke schwarz, Staub ohne Ende. Der Lüfter dreht sich noch, zumindest mal nicht festgefressen. Ansonsten sind hier relativ wenig Kondensatoren drin, überrascht mich. Aber so in der Form würde ich es jetzt erstmal nicht einschalten. Also da ist mindestens mal eine Grundreinigung fällig und mal rausschrauben und sich mal ganz genau hier die Platine von unten angucken. Das Gehäuse, das muss mal ordentlich entquietscht werden. Das braucht mal eine Grundreinigung und eine Grundrenovierung. Hatte ich ja schon mal eben den anderen PC gefunden, bei dem das so ähnlich war, siehe Infokarte. Und hier hat es noch den Halter für die Laufwerke. Das kann man hier innen rausziehen. Gibt es hier so einen kleinen Schnapper. Dann hält es. Und hier ist es das Kettenlaufwerk drin. Aber auch da würde ich mal reinschauen. Würde ich so jetzt nicht unbedingt betreiben. Ah, hier steht auch Gericom drauf. Und das ist wahrscheinlich das Original des Kettenlaufwerks, was eben hier mit der Platte in dem Rechner war, als der verkauft wurde. Das Highlight von dem Rechner, das ist natürlich das Mainboard mit den Karten. Und ich hoffe mal, dass die funktionieren. Wie gesagt, super selten, super schwer zu bekommen. Und das Mainboard ist auch nur ein bisschen verstaubt, also jetzt nicht ganz so in schlechtem Zustand wie das Gehäuse, und das ist, wie gesagt, mit Sicherheit mal später reingekommen. Auch sehr schön sind die RAM-Module, die glänzen noch richtig, die sehen aus, als wären sie neu, wie auch immer das jetzt kommt. Und ich lege das mal nebenhin. Ich habe das Mainboard auch scheinbar hier im Netz gefunden. Ist wahrscheinlich ein Elite Group Computer Systems UL486. Das steht ja hier neben so drauf und hier wird es beschrieben zum einen. Und hier unten ist es dann nochmal abgebildet und wenn man es nebendran hält, dann scheint es das auch zu sein. Dann hat es Bank 1, Bank 2 mit den RAM-Modulen, Tastatur, Strom, dann hat es hier Weser Localbus in lang den Steckplatz, dann nochmal hier, dann einen kurzen 8-Bit hier und hier dann entsprechend AMI BIOS, das wird hier auch beschrieben. Und hier unten, das ist der Cache von dem Mainboard, das ist also jetzt nicht das RAM, das eigentliche Arbeitsram ist hier drüben und das ist nur der Cache, der ist ja heute bei den Prozessoren im Prozessor integriert. Und hier meine CPU, das ist mir eben noch aufgefallen, die hat hier den Kühler, so ein Kühlelement oben drauf und das hat jemand mit Wärmeleitpaste befestigt. Das Kühlelement auf dem Prozessor, das ist auch nicht dauerhaft verklebt, sondern da ist einfach weiße Wärmeleitpaste unten drunter und dann wurde so drauf gedrückt, damit das so ein bisschen anheftet und ich kann es hier auch wieder zurückschieben und da ist kein Kühler scheinbar drauf gewesen. Man sieht hier
keine Kratzer von Schrauben. Und das reicht beim 486er allermeistens, aber natürlich auch da gehört das mal abgemacht. Habe ich so aber auch noch nicht gesehen. Also ich kenne die entweder nur drauf geklippt, dass man die abmachen konnte, oder dann drauf geklebt, sodass sie dauerhaft feste drauf waren. Also diese Form mit dem Verkleben durch Wärmeleitpaste, die ist mir auch neu. So sieht mein Versuchsaufbau jetzt aus zum Testen von dem Mainboard. Da habe ich einmal hier ein ATX-Netzteil, dann hier Kabel, Adapter und mein Mainboard-Grafikkarte habe ich erstmal keine reingesteckt. Könnte sein, dass die Sicherung direkt rausfliegt. Hier ist so ein Adapter von AT oder P8 und P9, wie man es nennen mag, auf ATX. Das sind solche hier zum Beispiel. So sehen die aus. Da hat es auf der einen Seite den P8 und P9. Steht auch hier drauf, sieht man nur ein bisschen schlecht, ist hier rein gestanzt. Und auf der anderen Seite habe ich einen 20-poligen ATX-Stecker. Kommt, wie gesagt, so aufs Mainboard, dass die schwarzen zueinander zeigen. Ganz wichtig, wird hier drauf gesteckt und dann hier in das ATX-Netzteil reingesteckt. Dann muss man das nur noch einschalten und dieser Adapter hier, der hat nochmal zwei freie Leitungen. Sieht so aus, ein grünes und schwarzes, einmal Masse und dann dieses grüne Signalkabel. Und wenn das auf Masse geht, dann schaltet sich das Netzteil, das ATX-Netzteil hier ein. Ansonsten bleibt es eben im Standby-Modus. Und ich habe das jetzt alles mal zusammengesteckt, schalte das Netzteil ein, passiert also nichts. Das bleibt im Standby-Modus. Hier hinten habe ich an das Netzteil nochmal so einen Lüfter angeschlossen. Das heißt, wenn der sich dreht, dann liefert das ATX-Netzteil Strom, ist auch beleuchtet. Und ich schalte das hier mal ein. Jetzt dreht sich hier der Lüfter, hier drüben leuchtet es. Also das bekommt dann entsprechend auch Strom. Ich sehe schon mal, die Sicherung bleibt drin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und bis jetzt raucht auch hier nichts. Dann lasse ich das einfach mal so ein Minütchen hier an. Und dann kann man zumindest mal gucken, ob das hier warm wird. Also der Prozessor sollte ein bisschen warm werden oder vielleicht auch andere Bausteine. Und in der Zeit sollte natürlich hier auch nichts rauchen. Das wäre also nicht das erste alte Mainboard, was irgendwo schmort oder kokelt. Wenn es kaputt ist, dann kann es natürlich im Idealfall so kaputt sein, dass da gar nichts mehr passiert. Also, das sieht schon mal ganz gut aus. Sicherung bleibt drin. Ich mache das mal aus und kontrolliere das mal. Ist jetzt nicht wirklich warm geworden, aber das muss ja nichts Negatives bedeuten. Jetzt stecke ich die Grafikkarte mal rein. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn es direkt auf dem Tisch liegt, weil die Blende von der Grafikkarte, die ist ja hier ein bisschen tiefer und da lassen sie sich nicht reinstecken. Ist eigentlich egal, wo die reinkommt. Also ich habe die jetzt mal optisch kontrolliert, da ist jetzt nichts Auffälliges zu sehen. Und am besten steckt man es meiner Erfahrung nach irgendwo hier vorne rein, also nicht hier als allerletzte. Und mit einem beherzten Druck ist die dann auch drin. Und jetzt habe ich hier noch so einen kleinen Lautsprecher. Den stecke ich nochmal auf. Der kommt hier hinten hin. Und wenn es piepst, dann hört man das jetzt. Ich schalte das erstmal ohne Monitor ein. So, richtig drin stecken tut es ja. Mal gucken, was passiert. Na, piepsen tut es zumindest schon mal nicht. Doch. Da hört man was und das hört sich so an, als würde das Mainboard den Speicher hochzählen. Und jetzt hat es tatsächlich gepiepst und so wie es scheint, funktioniert das. Ich probiere es mal mit Monitor. Mein Monitor, der hat VGA und HDMI, also digital und analog. Und er hat auch eingebaute Lautsprecher für HDMI. Und das ist natürlich irgendwo ein bisschen verwunderlich, dass so ein aktuelles Gerät nach 30 Jahren immer noch den analogen Eingang hat. Haben die meisten irgendwie noch dran. Ich habe meinen Monitor mal umgebaut, habe den auf so einen Ständer hier gemacht. Da kann ich den drehen, kann den hoch und runter schieben. Das ist wirklich äußerst praktisch, wenn man hinten die Stecker dran macht oder abmacht. Dann kann man den so ein bisschen neigen, kann hier unten drunter gucken. Da muss man den nicht komplett vom Schreibtisch hochnehmen. Und kann den auch entsprechend hier so ein bisschen justieren. Den Monitor habe ich auf VGA-Eingang umgeschaltet. Das muss man vorne hier mit den Tasten machen bei dem. Und das ist auch wirklich ein
gutes Gerät, das schaltet nicht automatisch um auf eine andere Eingangsquelle. Da habe ich auch einige Monitore, da schaltet man auf VGA zum Beispiel, will den Rechner einschalten, dann schaltet er automatisch wieder auf eine andere Quelle um, die er gefunden hat, weil VGA noch gar kein Signal da ist. Und das macht der hier zum Glück nicht. Hab jetzt alles soweit angeschlossen, Tastatur fehlt, aber macht nichts. Ich will erst mal gucken, ob es ein Bild gibt. Gibt auch Mainboards, da ist tatsächlich hier das Tastaturinterface defekt. Und wenn man eine Tastatur reinsteckt, dann funktioniert es nicht. Eine passende Tastatur habe ich auch noch. Die hat mal ein Zuschauer gespendet. Die lag einem PC bei, hat diesen großen Stecker. Und da kann ich die jetzt hier mal anschließen und kann hier mal ins BIOS gehen und gucken, ob man da was einstellen kann und ob das Gerät hier auch reagiert, das Mainboard. Weil manchmal hat man das Problem, dass eben sich das einschalten lässt, aber sonst reagiert das Gerät nicht. Das ist eingeschaltet und jetzt auch noch das Netzteil. Gibt ein ganz schönes Kabelgewusel. Da hört man jetzt den Lautsprecher und da zählt er das RAM durch. 16 Megabyte RAM, beinahe hätte ich Gigabyte gesagt. Und jawohl, Batterie ist natürlich leer. Und hier bin ich im BIOS. Kann ich umschalten. Hell, dunkel, dunkel, hell. Und hier kann ich mir dann jetzt die BIOS-Einträge angucken. Datum ist noch bei 1980. Das Datum stelle ich einfach mal irgendwie ein, ganz egal. Bei 40 Jahren Zeitdifferenz kommt es auf 10 Jahre mehr oder weniger auch nicht an. Dann kriegt man hier immer eine Warnung. Das war damals noch üblich, wenn man hier was falsch einstellt, kann das Probleme verursachen. Wer hätte das gedacht? Das BIOS ist von 1991, wird also fast 30 Jahre alt. Und so richtig viel konnte man da nicht einstellen, gab ja auch nicht allzu viel. Also USB gab es ja damals noch nicht. Und da kann man ein bisschen das RAM einstellen, aber das würde ich so lassen im Default-Modus. Das ist hier F6. Jawohl, die Standardwerte laden und das sind die dann auch schon. Und ja, das war's gewesen. Jetzt kann man das hier abspeichern. Und jetzt startet er neu. Booten kann er natürlich nicht, ist ja nichts angeschlossen. Keine Diskette, keine Platte. Kein optisches Laufwerk und natürlich logisch auch kein USB-Stick. Aber ist ein super schönes System. Hier oben AMI BIOS, dann Copyright 85 bis 91. Dann ist es ein 66 MHz 486er. Weiß man gar nicht, ob es jetzt ein Original Intel ist. Da muss man das hier mal abmachen und gucken, was unten drunter ist. 128 Kilobyte Cache. Das ist der Cache, der hier hinten zu sehen ist. Auf der Hauptplatine, der hier in Chipform gesteckt ist. Ich schließe jetzt mal meine Platte an und versuche von der zu booten. Auch interessant, nach wie vor seit über 30 Jahren gibt es immer noch diese Stecker an den Netzteilen. Am Stromstecker hat sich da relativ wenig getan. Und hier kommt dann gleich mein Controller rein. Das ist er ja gewesen. Habe ich auch nochmal drüber geguckt und er sieht optisch erstmal okay aus. Dann mein Kabel kommt hier drauf. Das sitzt und hier ist mein Pin 1, das rote also. Stecke ich mal hier rein. Eigentlich auch egal, muss aber nicht sein. Und ich schalte es jetzt erst aber mal ein, dann sehe ich zum einen, ob die Platte hier funktioniert oder ob die klackt vielleicht und ob das System noch startet mit dem Controller ohne Platte. Das Kabel ist eben nicht angesteckt. Ich schalte es mal ein. Mein Lüfter läuft. Da tickert es wieder aus dem Lautsprecher. Bild kommt auch. Die Platte läuft auch an. Die Platten damals hatten ein sehr merkwürdiges Geräusch. Die hörten sich richtig hohl an. Insofern ist das Geräusch erstmal normal. Da kommt eine Fehlermeldung jetzt mit der Karte. Cache Memory Bad. Den soll man nicht einschalten. Komisch war aber eben ohne Controller nicht. Ich mache die Karte noch mal raus. Schalte den Rechner noch mal ein.
gucken, ob die Fehlermeldung jetzt wieder kommt. Könnte ja sein, dass der Cache tatsächlich defekt ist. Ja, sieht so aus. Und den schalte ich gleich im BIOS mal aus. Bei den Festplatten war der Pin 1 meistens hier an der Seite, wo der Stromstecker war. Also die haben dann aufeinander gezeigt, Pin 1 und Stromstecker. Und hier mein Kabel hat sogar so eine Nase, kann ich also nicht verdrehen. In diesem Fall und einmal aufgesteckt. Ansonsten gilt eben das, was auf der Platte aufgedruckt ist. Diese Beschreibung hier, diese Belegung von Jumpern und wo Pin 1 ist, das war meistens hier aufgedruckt. Ist jetzt hier nicht der Fall. Und da sollte das eigentlich jetzt so die Norm sein. Schalte ich mal ein und gehe mal ins BIOS und schalte mal den Cache aus, wenn er da auszuschalten ist. Da gehe ich direkt mit Entfernen ins BIOS und dann gucke ich mal, wo das war. Cache Memory hier Bose, was auch immer das bedeuten mag. Beide was? Entweder Internal, beide oder ausgeschaltet. Ich mache einfach mal ausgeschaltet. Da muss man sich den Cache nochmal genau angucken. Mal ausbauen, mal einbauen. Vielleicht haben auch die Beinchen einfach ein Problem, dass die korrodiert sind. Das wäre möglich. Und hier muss ich ja meine Festplatte noch eintragen. Das war damals notwendig und üblich. Und da gab es verschiedene Typen, die waren vordefiniert. Typ Nummer 1, 2, 3 und so weiter. Und da sieht man ganz rechts die Größe 47 Megabyte 20. Das waren so diese vordefinierten Typen, die es damals gab. Das ist alles im BIOS so gespeichert. Da ist natürlich jetzt nichts dabei, was hier für mein 3,4 Gigabyte passt. Und da muss ich hier den User-Typ nehmen. Auf meiner Platte, die hier vorne liegt, war ja dieser Aufkleber drauf. Zylinder sind 6591. Dann steht hier 16 Köpfe. Da tippe ich hier eine 16 ein. Brauche ich nicht. Und dann habe ich hier 63 Sektoren. Kommt dann raus 3,2 Gigabyte. Ist natürlich schon mal toll, dass das BIOS das überhaupt kann. Weil da gab es ja auch die bekannte und berüchtigte BIOS-Limitation, was die Festplattengrößen betrifft. Da musste man nochmal einen Treiber installieren. Und jetzt speichere ich das mal ab und boote mal neu. Mal gucken, ob er auch von der Platte bootet. Kann natürlich auch sein, dass die Platte leer ist, dass da gar nichts drauf ist. Oder dass die Platte vielleicht defekt ist. Nur weil sie rund läuft, heißt es ja nicht, dass er auch funktioniert. Und irgendwas hat er aber hier geladen. Die Platte als solches hat er gefunden. Hier oben steht dann Hard Disk Type C ist Nummer 47. Und die Meldung kam ja vorher nicht. Da war eine andere Meldung, also dass er gar nichts booten konnte. Und da hat er die Platte jetzt gefunden, aber die scheint wohl leer zu sein. Ich schließe einfach mal das Diskettenlaufwerk an, was hier in diesem Käfig noch dabei war. Stromstecker ist ja einfach von dem Netzteil. Auch die gibt es heute noch, wo man die eigentlich so gut wie gar nicht mehr braucht. Und hier ist es zum Beispiel anders bei diesem Anschluss. Da steht hier links die 1 und hier rechts steht hier die 34. Also mein Kabel, mein Floppy-Kabel mit der roten Linie hier, da muss das Rote nach außen und muss man auch mal sehr genau aufstecken, weil teilweise haben sich hier innen dann die Pins verbogen und eins stand dann so ab. Und so ist es jetzt richtig aufgesteckt. Beim Floppy-Laufwerk zeigt der Pin 1 in diesem Fall nach außen. Eine Diskette war in dem Rechner auch dabei, steht drauf MS-DOS 6.21, Disk 3, aber naja, da kann er vielleicht nicht von booten, aber zumindest kann man mal gucken, ob er es versucht. Und jetzt das Ganze noch einschalten. Jetzt wird es ganz schön kabelig hier. Da habe ich hier 1, 2, 3, alles da. Ja, mein Ventilator läuft hier hinten, der leuchtet auch grün. Platte ist auch da. Ich muss wieder ins BIOS reingehen und muss da das Diskettenlaufwerk aktivieren. Laufwerk A. Da kann ich aussuchen, entweder 360 Kilobyte, 5,25 Zoll, dann 1,2 und dann habe ich hier mein 1,44 MB Laufwerk und den Cache, den habe ich eben zwischenzeitlich mal wieder eingeschaltet. Da steht jetzt hier Bose und komisch, gab keine Fehlermeldung. Könnte schon sein, dass es vielleicht
ein Problem einfach ist mit den Speichern, dass es ein Kontaktproblem ist mit den ICs, dass man die mal alle rausnehmen muss, die Beine sauber machen muss und dann wieder reinstecken muss. Schauen, ob es jetzt eine Fehlermeldung gibt. Nö. Aber das Floppy-Laufwerk, das wurde eben angesprochen. Aber da hat er jetzt nicht von gebootet. Gucke ich mal nach. Interessant ist, hier im BIOS gibt es keine Möglichkeit, die Bootreihenfolge einzustellen. Habe auf jeden Fall keine gefunden. Das war damals eigentlich auch gar nicht unüblich. Meistens galt da eben A und C. Das heißt, der hat zuerst von irgendwelchen Disketten versucht zu booten, danach von der Festplatte. Auch gut möglich, dass dieses Board überhaupt nicht von CD-ROM booten kann. Das müsste man eben ausprobieren mal. Da muss ich mal bei Gelegenheit ein optisches Laufwerk anschließen. Das mache ich aber in einem anderen Video. Ist ja schon mal super toll, dass das Mainboard hier funktioniert und interessanterweise eben auch nicht kaputt ist durch eine ausgelaufene Batterie oder ähnliches. Also eine Knopfzelle habe ich jetzt hier keine gesehen, eine Batterie auch nicht. Entweder wurde die hier mal entfernt oder die ist eventuell hier in einem Baustein mit drin. Aber ich gucke mir mal die anderen Sachen an, die da noch beilagen. Da lag ja noch eine Kiste dabei mit anderen Karten drin. Hier hat der Andreas noch ein paar andere Karten reingelegt. Einmal eine Netzwerkkarte, die ist ein bisschen neuer als die, die im Rechner eingebaut war. Da sieht man schon, da hat es hier einen RJ45-Stecker. Das ist aber auch eine Karte aus dem Übergang. Einmal BNC, dann den 15-poligen und dann hier RJ45. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal genug Karten zusammen, also zwei mindestens, um mal ein Netzwerk über diesen Bajonettstecker aufzubauen. So sieht das aus. Das ist eine Etherlink XL PCI, das ist eine 3COM, die war damals auch richtig teuer, das war ein Markenhersteller von solchen Karten, ist ja mittlerweile alles auf dem Board drauf und die Karte ist aber eine PCI-Karte, genauso wie die Grafikkarte hier und das müsste auch eine sein aus den 90ern, Expert Color, habe ich schon ewig nicht mehr gehört, hat auch nur einen VGA-Ausgang. Sieht aber auch sehr gut aus. Ich gehe mal davon aus, dass die funktioniert. Was hat es hier noch? Wieder eine Grafikkarte. Auch hier mit einem 15-poligen Stecker. Und hier steht drauf V2100. Ah, hier oben Diamond Multimedia. Auch so eine Standardkarte damals. Man sieht direkt schon, die ist ganz anders bestückt. Hier steht drauf 1997. Als die Grafikkarte, die jetzt hier unten drunter in dem Rechner läuft. Das ist auch eine ganz andere Generation. Und was haben wir hier? Kann ich momentan gerade wenig mit anfangen. Hier steht drauf Promise. Das ist irgendein Controller, eine Erweiterung 2007. Und da muss ich auch mal googeln, was das ist. Wer es von euch weiß, der kann es ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Oder wenn ich es beim Schneiden des Videos rausfinde, dann schreibe ich es mal in die Videobeschreibung oder auch in die Kommentare rein. Und da hat es hier noch, Klassiker, eine Netzwerkkarte. So sehen die heute aus. Also nicht mehr diese Riesendinger, wie die hier in dem Gehäuse drin war. Dann, das müsste eine SSI-Controller sein. Hier steht drauf AMCC PCI Matchmaker. Das ist eine Karte möglicherweise von einem Scanner. Könnte aber auch eine Parallelkarte sein. Nein, auf keinen Fall. Ist auf jeden Fall was mit SCSI. Und hier geht es direkt weiter mit SCSI-Controller. Das ist eine Adaptec 2940. Das ist mal richtig eine schöne Karte. War damals auch sehr teuer. Standardkarte hier. Einmal Außenanschluss für Ultra-SCSI und innen dann hier den normalen 50-poligen SCSI-Anschluss. Hier nochmal dieselbe Karte wie eben, AMCC, wahrscheinlich eben auch von einem Scanner, ein Aufkleber. Dann noch eine Grafikkarte und das ist natürlich super, endlich eine Matrox. Matrox kennen mit Sicherheit viele noch, das war ja mal eine richtig gute Grafikkarte und die haben auch über Jahre den Markt beherrscht, auch was Spiele anbetrifft, also sozusagen eine Gamer-Grafikkarte, auch wenn es heute nicht so aussieht. Vielleicht waren das auch sogar die ersten Gamer-Grafikkarten, die rauskamen, auch richtig teuer gewesen, 200, 300, 400 Mark, was damals wie viel Geld war für eine Grafikkarte. Und hier habe ich eine MGA G100A,
Schauen, was sonst noch draufsteht. Copyright 1998. Aha, da steht drauf Gericom. Und das ist mit Sicherheit auch die Karte, die in dem Rechner im Original drin war. Ist AGP. Und damals eben auch für Gaming geeignet. Hier geht es noch weiter. Noch eine Grafikkarte. Das ist wieder eine Matrox, scheinbar MGA G2 DMILA. Sonst ist hier kein Aufdruck drauf. So sieht das aus. Und hinten steht drauf, nix, doch G2. Na, das hatte ich ja eben schon vorgelesen. Und das google ich mal und schreibe es mal in die Kommentare, wenn ich da was zu finde. Aber muss man natürlich mal schauen, ob die funktioniert. Hier sind noch ein paar Sachen. Hier habe ich noch einen Controller, PCI, also passt jetzt auch nicht an dieses Mainboard hier ran. Und das ist auch ein SCSI-Controller, auch von Adaptec. Und da gibt es hier auch die passenden Platten für, zwei SCSI-Platten. Das ist ganz toll. Hatte ich ja letztens schon den Gaming-Rechner. Die hat 1 Gigabyte und möglicherweise, wenn das zwei identische sind, nö, sind sie nicht, dann hätte man die auch spiegeln können. Und da gucke ich mal in einem anderen Video, was hier drauf ist und ob die funktionieren und baue das alles mal wieder zusammen. In den anderen Tüten sind die entsprechenden Kabel dafür drin. Da sind SCSI-Kabel drin, Terminatoren für SCSI oder jede Menge Audiokabel. Auch neu hier, das sind Audiokabel zwischen Soundkarte und CD-ROM-Laufwerk, dass man eine Audio-CD damals abspielen konnte. Hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. So können die auch aussehen, ganz verschieden. Da sind jede Menge drin, da sage ich mal vielen Dank, das ist ganz super. Und was hat es hier noch dabei? Verschiedene Anschlusskabel und alles, was man so für PC dann braucht. Und siehe da, da sind auch die Adapter, das sind die T-Stücke für das Netzwerk. Da kam so ein T-Stück hinten auf die Karte drauf und dann ging es von diesem PC zu dem anderen nach rechts und zum anderen nach links. Und da braucht man auch Terminatoren natürlich. Und die sind mit Sicherheit in der Tüte hier auch noch drin. Da sage ich mal vielen Dank für den Rechner. Das ist wirklich ganz toll. Gerade das Mainboard ist ja wirklich klasse mit dem 486er drauf. Und Weser Localbus, ein anderer Nutzer, der hatte ja eine Weser Localbus Karte gespendet. Die hat er eingeschickt, die war auch original verpackt. Die werde ich hier drin mal probieren in den nächsten Wochen. Und die CPU hat ja keinen Aktivkühler. Und wenn ich hier die Hand drauf halte, wird ein bisschen warm, aber wahrscheinlich immer noch im Rahmen der Spezifikationen von Intel damals. Also ich persönlich würde hier einen Lüfter drauf machen. Aber meistens brauchte man damals keinen. Aber mit Lüfter hält das mit Sicherheit eine ganze Weile länger. Den Rechner, das werde ich alles mal aufarbeiten, mal sauber machen, hier die ICs rausnehmen und die Kontakte sauber machen. Entweder mit einem Glasfaserstift oder dann entsprechend mit einem Reiniger. Und hier hinten die ganzen Kontakte in dem Cache, die müssen natürlich auch sauber gemacht werden. Das ist so eine Sache, die mal in den nächsten Videos gemacht wird. Das zeige ich mal, was man da aus dem Rechner wieder machen kann. Und da installiere ich dann auch mal ein Betriebssystem drauf und ein DOS oder vielleicht sogar ein Windows 95. Mal gucken, ob das da drauf läuft. Ich sage da mal vielen Dank an den Andreas für die Sachen. Die sind wirklich ganz toll. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen. Und wenn ihr noch Fragen, Kommentare habt oder irgendwas wisst, dann schreibt das unten in die Kommentare rein. Das lese ich mir immer gerne durch und da antworte ich auch drauf. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch Updates zu Sachen, zu irgendwelchen Herstellern hier, die mir jetzt eben nicht eingefallen sind, die mir nicht bekannt waren. Das google ich nochmal beim Videoschnitt. Und da findet ihr auch den Link zur Seite tooltime.de und zu anderen Seiten, wo man solche Sachen noch kaufen kann oder noch Ersatzteile für kriegt. Auf der Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben, da findet ihr noch hunderte andere Artikel zum Thema PC, zum Thema Retro, aktuelle Rechner, aktuelle Notebooks, wie man die repariert, auseinanderbaut, Drucker und ähnliches. Da seht ihr zum Beispiel, wie man einen Gaming-Laptop vom Schrott rettet oder wie man Windows 10 richtig einstellt oder was man macht, wenn Windows 10 nicht mehr richtig startet. Guckt es euch einfach mal an, da sind mit Sicherheit auch noch jede Menge Sachen für euch dabei.
Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.